Hallo, ich bin Bernd Kilz und ich zeige euch heute mal den Fractal Audio MFC 101 MIDI Foot Controller. Dieser Foot Controller wurde speziell entwickelt, um das XFX Ultra, das XFX Standard und auch den neuen XFX 2 fernzusteuern. Es hat dazu einige Funktionen, die andere Foot Controller nicht haben, kann aber auch an anderen Geräten benutzt werden über ganz normale MIDI, Control Change und Program Change Befehle. So, um das Ganze etwas praktisch zu gestalten, zeige ich euch einfach meine Hauptbank, die ich live benutze mit meiner Sticky Brown Signature Gitarre, die auch einen Piezo Pickup drin hat, das erwähne ich aber auch später noch einmal. Ja, zeige ich euch einfach mal meine Sounds. So, bevor ich die Sounds durchgehe, stimmen wir mal die Gitarre. Das ist nämlich auch eine besondere Funktion vom MFC, dass man das Stimmgerät des XFX auch auf dem Boden sehen kann. Sehr praktisch. So, die Gitarre wäre gestimmt und jetzt zeige ich euch meinen ersten Sound. Das ist ein ganz normaler Clean Sound, den ich vor allem benutze, um Funk zu spielen und generell einfach Rhythmusgitarre. So, das ist der Grundsound. Ich habe jetzt hier 5 Module aktiviert. Rot leuchtend bedeutet, dass ein Modul in diesem Slot sitzt, allerdings nicht aktiviert ist. So, ich zeige euch jetzt die einzelnen Module, die im XFX programmiert sind. Das erste ist ein Kompressor. Den benutze ich eigentlich nur als leichten Booster. Hört man jetzt nicht besonders, man spürt es aber beim Spielen, dass man einfach ein bisschen leichter spielen kann durch die Kompression. Der zweite ist ein Chorus. Dritte ist ein Verzerrer. Einfach wie so ein Pedalboard, also als ob ich jetzt hier einfach so einen Tube Screamer vorne dran hätte, ist aber in diesem Fall kein Tube Screamer, sondern eine Simulation eines Exotic BB Preamp. So, das ist jetzt mit der Mittelposition zwischen Hals-Pickup und Mittel-Pickup, wobei ich nur eine Spule des Hals-Pickups verwende, die also gesplittet ist. Jetzt mal der Hals-Pickup. Und ihr hört auch, wie dynamisch das Gerät reagiert auf den Pickup-Wechsel. Jetzt mal der Steg-Pickup. Okay, das nächste ist ein Delay. Das kann ich hier mit Tap Tempo in der Geschwindigkeit bestimmen. Zum Beispiel jetzt mal etwas schneller. So, das Delay. Als nächstes habe ich einfach einen Lautstärke-Boost. Den mache ich übrigens über den Graphic EQ, den ich eigentlich nie brauche, und gebe einfach in dem Graphic EQ als Lautstärke einfach plus 6 dB an. So, Boost. Dann habe ich hier einen Hall, der ist eigentlich immer an. Falls ich aber einen ganz trockenen Sound wünsche, kann ich den hier ausschalten. Unterschied. Ist sowieso nur ein ganz kurzer Halt drin. Nur ich kann halt den ausmachen, wenn ich möchte. Als letztes bei dem Clean Sound habe ich noch das Pedal aktiviert. Allerdings auf eine besondere Art und Weise. Und zwar benutze ich die Auto-Engage-Funktion. Ich lasse mein Pedal immer in der Ruheposition, dass es unten ist. Dann ist alles aus. Wenn ich nun das Pedal bewege, kommt das Wawa dazu. Man muss also
also nicht umständlich hier draufsteigen und drücken oder irgendeinen anderen Schalter drücken, sondern einfach, wenn man das Pedal bewegt, geht das Wah-Wah mit an. Das ist eine Funktion des XFX und funktioniert auch ohne den MFC 101 mit einem anderen Controller oder einem Pedal, was man direkt anschließt. Aber feine Sache. So, das war Sound Nummer 1. Jetzt kommt Sound Nummer 2, mein verzerrter Rhythmus-Sound. Dazu schalte ich um auf den Steg-Pickup. Der klingt dann so. Da habe ich hier auch einen Kompressor drin, der macht sich allerdings hier nicht bemerkbar. Geht sich halt ein bisschen leichter. Dann haben wir hier auch den Chorus. Kann solche Sounds mitmachen. Meistens drehe ich dazu den Volumenregler etwas runter. Dann habe ich hier einen zusätzlichen Verzerrboost. Nämlich vor allem, wenn ich Töne stehen lassen will, die dann in die Rückkopplung gehen. Also das ist jetzt hier etwas zu leise. Als nächstes wieder das Delay. Kann ich auch hier wieder über Tab Tempo steuern. Habe ich hier wieder einen Boost, falls ich mal kurze Passagen habe, die ich lauter spielen muss. Und habe hier wieder mal einen Hall, den ich hier ausschalten kann. Hier habe ich was Spezielles. Und zwar benutze ich das meistens zusammen mit dem Delay. Und zwar kann man hier das Volumenpedal anschalten. Und da kann ich solche Sounds erzeugen. Wieder aus. Und hier habe ich noch einen Flanger an. Okay, das war der verzerrte Rhythmus-Sound. Als nächstes habe ich meinen verzerrten Solo-Sound. Den benutze ich sowohl mit dem Schlägpickup als auch mit dem Hals-Pickup. Fangen wir mal mit dem Hals-Pickup an. So, hier habe ich das Delay bereits aktiviert. Der Boost ist deaktiviert, weil ich es nicht lauter brauche. Das ist laut genug. Und hier habe ich auch wieder einen zusätzlichen Verzerrboost. Man merkt, dass fast schon bei dieser Lautstärke der Ton anfängt zu singen und zu koppeln. Und hier ein Chorus. Ich ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr selten benutze. Aber wenn man ihn braucht, ist er da. So, dann haben wir hier nochmal den Flanger. Ich habe jetzt jemanden auf den Steg-Pickup umgeschaltet. Und hier noch ein sehr schöner Effekt. Ein Oktaver nach oben, im Prinzip eigentlich ein Pitch-Shifter, wie man das früher genannt hat. Kann hier auch wieder den Hall an ausschalten, Tab Tempo, wie gehabt. So, der nächste Sound ist was Spezielles, und zwar brauche ich da ein Feature meiner Gitarre. Nämlich den Piezo-Pickup, der in meiner Gitarre drin ist. Also die Akustik-Sounds kommen jetzt nicht vom Fractal Audio XFX, sondern die kommen von meiner Gitarre. Die habe ich jetzt auf Piezo-Pickup umgeschaltet und dann klingt das Ganze so. Im Prinzip ist der XFX jetzt auf Bypass, das heißt, ich habe keine Amp-Simulation oder Speaker-Simulation eingeschaltet. Bloß den Hall, der im Moment aktiv ist. Und hier kann ich den Kompressor dazu schalten, dann habe ich ein bisschen mehr.
ein bisschen leichter anschlagen durch die Komprimierung hier. Dann habe ich hier einen Chorus drin. Hier habe ich mein Delay. Und hier meinen Boost, den ich vor allem für Solo-Sounds benutze. Dann kann ich hier den Hall wieder ausschalten, trocken, mit Hall. Dann habe ich hier wieder mein Volumenpedal, was ich auch mit dem Echo zusammen benutze. Kann so die Sounds reinfahren. So, und der letzte Sound ist mein Jazz-Sound. Dazu benutze ich den Hals-Pickup meiner Gitarre. Und der klingt dann so. Hier drehe ich meistens den Tonregler meiner Gitarre noch etwas zurück. Das klingt dann so. Was hier sehr gut klingt, wenn ich den Piezo-Ton habe, immer noch etwas dazu mische. Das klingt dann so. Hier wäre der Piezo-Tonabnehmer voll an und der magnetische. Klingt ein bisschen zu viel nach Piezo, deswegen drehe ich das ein bisschen zurück und dann klingt es so. Und so weiter. Optionen habe ich bei dem Jazz-Sound folgende. Ich habe wieder meinen Kompressor. Benutze ich meistens, wenn ich solche Sounds mache. So, Peter Green, Big Band begleitungsmäßig. Dann habe ich hier auch meinen Chorus. Ist dann so Mike Stern Style. Ich habe hier auch einen Verzerrer drin. So Richtung Scofield Style, meistens auch ein bisschen mit den ganzen anderen Effekten hier, ein bisschen Delay rein und ein bisschen Chorus rein. Die wieder aus. Und ich kann auch hier meinen Hall ausschalten, der hier ein bisschen länger ist, so wie sich das für Jazz gehört. Und ich kann auch hier mein Volumenpedal anschalten. Mit Delay kriegen wir es am besten. So, etwas Spezielles zeige ich euch noch. Und zwar hat der XFX Ultra ja auch einen Looper drin, den man ganz hervorragend über eine besondere Funktion des Fractal Audio MFC101 steuern kann. Und zwar habe ich hier einen Button, der heißt Reveal. Reveal schaltet den Modus des Controllers um, sodass alle Schalter Control-Change-Befehle senden. Ich habe ja eben hier unten die Sounds gehabt und habe diese zwei Leisten praktisch für meine Control-Change-Befehle. Man kann übrigens auch das umstellen, dass man alle drei Leisten für Program-Change-Befehle hat, also 15 Sounds auf einmal direkt umschalten kann. Ich mache das nicht, ich brauche nur 5 und habe lieber die Control-Change-Befehle, die ich auch noch nicht mal alle brauche. Okay, also wenn ich jetzt Reveal drücke, sind alle auf Control Change umgeschaltet. So, hier ist jetzt mein zweites Delay, das als Looper konfiguriert ist. Das schalte ich jetzt hier mal an. So, und jetzt spiele ich mal was. Drücke dabei auf Start. Machen wir dann mal sowas. Okay, der Loop läuft jetzt nicht so ganz rund, deswegen mache ich es wieder aus. Nochmal.
kann ich drüber improvisieren und zum Beispiel den Verzerrer anschalten. Hier habe ich Record. Der spielt auch automatisch. Ich kann hier mit dem Play-Button, kann ich es wieder ausschalten. Und hier habe ich einen Reverse-Button. Man kann sich natürlich den Looper hier unten programmieren, wie man will. Das läuft in diesem Fall über Control-Change-Befehle. Wieder aus. So, das war es zu meinen Sounds. Vom Fractal Audio XFX Ultra, kontrolliert von dem MFC 101 MIDI Foot Controller. Was es noch zu sagen gibt, man sollte sich direkt von G66 das MIDI-Kabel mitholen, ein sehr hochwertiges MIDI-Kabel mit 7 Polen, sodass man das Netzteil direkt in den XFX stecken kann und hat praktisch Phantom Power, also Phantomspeisung für das Fußboard und braucht nur ein Kabel vorne an die Bühne zu legen. Sehr tolle Sache. Und noch ganz kurz hier zu dem Pedal, das ist ein Boss FV500L, wichtig ist L, das habe ich hier angeschlossen über ein symmetrisches Klinkenkabel und das steuert praktisch die Realtime-Sachen vom Foot Controller. Das schließt man an, kann es dann kalibrieren und ihr seht, es passt auch von der Größe her fast ganz genau zum MFC 101. Das war's, ich hoffe, es war interessant für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.